Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte, hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Hey, du verdirbst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie legt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Ach. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Im Exil. Im Sexy. Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein! Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Okay.
Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass, wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Okay, mal sehen. Boom, sehr gut, Mikey. Woo, du bist echt genial. Da! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist... Wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun?
gehört? Da war irgendwas. Ja. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Thank you.
Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Scheiße. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Schimmer. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, Spaß der für die Oh, ein Teleskop! Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay, lass mal sehen. Genascht, Bay. Wir sind ganz allein hier. Möglich. Hey, Jazz? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael! Ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. Josh, hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, Boo! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay. Wenn es das ist, was du willst.
Jess? Jess! Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Schwer verliebt. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los, suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay, dann los. Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten.
Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ich wünschte, Chris würde endlich rangehen. Er ist wie gelähmt, weil er glaubt, sie würde ihn abschießen. Das wird nie passieren. Was davon? Nichts davon, wenn er nichts unternimmt. Was er, wie wir Chris kennen, erst tut, wenn man ihm eine Knarre an den Kopf hält. Weißt du, Sam? Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik.
Ja, klar. Reingelegt. Du wolltest gerade gucken. Wollte ich nicht. Wolltest du? Schätzchen, du musst schon wesentlich mehr auffahren, um mir Angst zu machen, okay? Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Wahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich. Der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Furcht vor dem Übernatürlichen. Geister, Gespenster und andere unfassbare Mächte jenseits des Schleiers. Hast du auch diese Furcht? Ist das wahr? Aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Solch ein großzügiger Charakter. Wie schön. Na, wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen.
Wir sehen uns bald wieder. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Beth? Oh, Beth, wir möchten uns dafür entschuldigen, was da passiert ist letztes Jahr mit Hannah. Und wenn du das hören kannst, bitte, bitte glaub uns, dass es uns allen schrecklich leid tut. Bei dir und Hannah. Wir entschuldigen uns, Beth, bei euch beiden. H-A-N... N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K. L. L. Oh mein Gott. Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Okay. Okay. Wie wurde Hannah ermordet? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Puh,
Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Ah! Heilige Scheiße. Chris? Oh, wisst ihr was? Das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht Ashleys Schuld. Ich kann das nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Scheiß!